exklusive Videoaufnahmen der Autobahnpolizei Wiesbaden. Mit speziellen Fahrzeugen sind sie auf Hessens Autobahnen unterwegs und dokumentieren Verkehrsverstöße wie diesen. Da hängt einer ganz eng hinten drauf, macht sich überhaupt keine Gedanken, der sieht nichts vor ihm, das ist ein Van, das heißt, er kann da absolut nicht dran vorbeigucken. Dann reicht es ihm irgendwann, er nutzt hier die kleine Lücke, die da ist, fährt rechts vorbei, da bremst ihn quasi wieder einer aus, der normal fährt, dann zieht er nochmal rüber, ohne Rücksicht auf Verluste, wieder nach links, wieder nach rechts. Und das Allerkrasseste, der will eigentlich sogar rechts abfahren. Das heißt, der hat da jetzt 5 Menschen gefährdet, nur weil er 3 Sekunden früher rechts abfahren kann. Das ist wirklich absolut Wahnsinn und einfach nur Glück gewesen, dass da in dem Moment kein Unfall passiert ist. Ein derart rücksichtsloses Fahrverhalten wird hart bestraft. Deswegen wurde der von den Kollegen angezeigt wegen des Abstandes und des Rechtsüberholens. Das hat ein Fahrverbot nach sich gezogen und eine hohe Geldbuße. 300 Euro musste der Fahrer hinlegen. Ähnlich rücksichtslos fährt auch dieser Autofahrer. Ja, hier haben wir noch einen ganz krassen Fall von nah auffahren. Der klebt wirklich am Kofferraum hinten dran bei einer Geschwindigkeit von 136 km/h. Wenn das Fahrzeug davor bremsen würde, dann wäre schon der Einschlag da, bevor der überhaupt seinen Fuß vom Gas aufs Bremspedal rüberbringt. Und das ist einfach lebensgefährlich. Der hat sich quasi in die Königsdisziplin der Abstandsverstöße, der sogenannte Ein-Zehntel-Verstoß, also weniger als 1/10 des halben Tachowertes. Und das hat eine Strafe von 3 Monaten Fahrverbot nach sich gezogen, 320 Euro Geldbuße plus Verwaltungsgebühren. Also da kam schon einiges zusammen. Autofahrer legen laut einer Umfrage der Unfallforschung der Versicherer ein immer aggressiveres Verhalten im Straßenverkehr an den Tag, sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Studie. Für die diesjährige Untersuchung wurden deutschlandweit 2000 Verkehrsteilnehmer ab 18 Jahren befragt. Wie ist das eigentlich mit dem Thema Aggression? Und deswegen verpacken wir das in verschiedene Fragen, insgesamt 16 verschiedene, in denen wir was abbilden, was aggressiv sein könnte. Also zum Beispiel schneiden, zu dicht auffahren, jemanden nicht mehr reinlassen, wenn er überholt, die Lichthupe machen und ähnliche Dinge. 53% der Befragten gaben an, dass sie schneller fahren als sonst, wenn sie sich ärgern. Bei den letzten Erhebungen 2016 und 2019 hatten dieser Aussage noch jeweils 47% der Befragten zugestimmt. 44% räumten dieses Jahr ein, dass sie, wenn jemand hinter ihnen drängele, kurz auf die Bremse treten, um den Drängler zu ärgern. Was mir Sorgen macht, ist, dass gegenüber allen Vorgängerstudien die Werte schlechter werden, teilweise deutlich schlechter werden. Also wenn ich auf der Autobahn beispielsweise in rund einem Drittel der Fälle Leute habe, die meinen, sie könnten sich die Überholspur auch schon mal freiräumen, dann ist das ein Alarmzeichen. Jeder 5. gab an, dass Drängeln bei den vollen Straßen heutzutage zu ihrem Fahrstil gehöre. Ich bin selber ja auch im Straßenverkehr unterwegs und ich sehe natürlich, dass die Leute sich anschreien, diverseste Gesten machen, wirklich dicht auffahren bis hin zu aussteigen. Ich habe ja hier auch Kontakte natürlich zur Anwaltschaft und weiß, dass auch dort diese Delikte, wo man dann tatsächlich am Ende handgreiflich wird, zunehmen. Insgesamt wird es in der Gesellschaft auch ruppiger und das Verkehrssystem kann sich ja natürlich nicht davon emanzipieren. Wie ruppig es auf den Straßen zugeht, zeigt dieses Polizeivideo. Dieser Autofahrer fährt nicht nur extrem dicht auf, überholt von rechts, bremst den anderen aus, sondern zeigt ihm zum Schluss auch noch den Mittelfinger. Ein Paradebeispiel für aggressives Autofahren. Wir müssen all die, die notorisch die Regeln verletzen, teilweise grob verletzen, dann auch mit Hilfe von Bußgeld, von Punkten, von Führerscheinentzug, eben letztlich auch von erheblich gesteigerter polizeilicher Kontrolle einbremsen. Gleichzeitig müssten sich Autofahrer ihrer Verantwortung im Straßenverkehr bewusst werden. Nur weil ich jetzt ein Stückchen weiter schneller vorankommen möchte, werde ich nicht glücklich, wenn ich hinter der nächsten Straßenecke ein Kind umfahre, was gerade über die Straße laufen möchte. Aggressives Autofahren kann Lebensgefahr bedeuten. Für sich und andere.